Und herzlich willkommen zurück zu ja, mein Test. Ha, aus dem Creative Server. Genau, Bums der Walder. Meine Marihuana noch nehmen. Spaß. Oh. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das mit diesen hatte gehofft, es wird mit 5.2.0 Dev ein bisschen besser. Schade eigentlich. Oh Mann, Mann, Mann. Ah, gut, jetzt geht's doch, glaube ich, wieder. Nein, ist ja nur bloß was Temporäres. Dann ist ja gut. Ey, wie gesagt, so ab und zu Lags. Ich weiß nicht, wie gesagt, ist halt bei uns ist auch das Internet extrem scheiße. Apropos, ich kann auch gleich mal hier direkt bei mir, was meiner hier alles im Hintergrund macht, mal direkt deaktivieren. Alle Downloads stoppen. Ich habe die zwar alle hart limitiert, die ganzen Downloads, die bei mir im Hintergrund laufen. Also ich downloade gerade mal mit 100 Kilobyte pro Sekunde, also das ist nichts. Aber auch das würde ich mal deaktivieren, einfach damit noch mal ein bisschen mehr Bandbreite ist, weil das Problem ist halt, unser Internet hier zu Hause ist wirklich absolut, habe ich das richtig gefasst eingegeben? Ja, absolute Katastrophe. Das ist einfach, ne. Ich habe gerade mal 20 Kilobyte Upload, habe jetzt keinen Download und trotzdem ist aber ab und zu, dass das Internet einfach komplett wegbricht und dann ja, nicht schön. Und wie gesagt, gerade auf den Creative-Servern, also da, wo halt sehr viele Sachen im Ingame sind, da merkt man das halt natürlich dann sofort. Bei dem Vanilla-Server, da geht's, weil da ist halt nichts, was irgendwie ABM-lastig ist oder sowas. Bei dem Vanilla, Quatsch, bei dem Mindclone-Server, Daumen hoch, Mindclone ist halt so abartig geil programmiert, dass der halt mit Lags ab und zu auch klarkommt. Aber wie gesagt, gerade der Creative Server, da ist halt Home Decor, X Decor, da ist Advanced Trace, da ist alles mögliche Scheiß drauf. Und das, wie gesagt, da merkt man natürlich dann doch sofort, wenn das Internet da ein bisschen zusammenbricht, hast du halt sofort direkt Lags. Das ist leider ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, den Creative Server habe ich halt für die Leute, die halt auch trotz Lags mal ein bisschen sich kreativ ausleben wollen. Oder halt hier fürs Let's Play. Ne? Voll fürs Let's Play ist das natürlich absolut ideal. Warum suche ich jetzt eigentlich nach diesem roten Gestein? Den haben wir doch in der Kiste. Jetzt läuft es bei mir sehr gut. Juhu. Sehr schön, sehr schön. So, wir haben ein bisschen Wüstenstein haben wir noch. Wüstenpflasterstein, 30 Stück. Hier haben wir Wüstenstein-Ziegel. Na gut, aber ja, irgendwie wollen wir es ja hier aus Ziegeln machen, ich schon wieder. Dann nehmen wir auch die mal direkt hier mit. Was war ich denn da? Da. Dann ziehen wir jetzt mal hier eine Wand rein, aber eine ohne Fenster. Das ist einfach nur eine massive Wand. Wir können aber so ein bisschen Stilmittel verwenden, dass sie nach oben gar nicht geschlossen ist. Würde das gut aussehen? Ich probiere einfach mal so, dass sie nach oben hin offen ist. Mal gucken, wie das aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sowas gesehen habe, aber. Oh, Scheiße. Ja, doch, das würde sogar funktionieren. Von der Optik her? Nice. Ist natürlich scheiße, dass jetzt genau einer fehlt. Auch in letzter Zeit. Was ist das denn? Desert Stone Tile.
Ich wollte eigentlich. Ach Quatsch, da muss ich das Dinger ja nicht. Wow. Da muss ich das Dinger backen und nicht irgendwie anordnen. Danke. Ist mir letztens auch schon immer aufgefallen, egal ob ich nur Dächer mache oder. Scheiße, ich brauche doch mehr. Egal ob ich Dächer mache oder irgendwelches das andere Zeug. In letzter Zeit hatte ich immer. Das, ich glaube, was ich gemacht habe, es war immer genau eins zu wenig. Und gerade letztens, als ich irgendwo so ein Dach gebaut habe mit diesen Treppen, da war auch genau ein zu wenig. Und dann musste ich nochmal ein ganzes Deck machen und man bekommt immer gleich 4 Stück, 6 Stück mit einmal. Das heißt, um den einen dann noch nachzumachen, hatte ich dann wiederum 5 zu viel. Das ist immer so, die Momente, es ist zwar nicht schlimm, aber es ist halt immer so, mein Schicksal möchte mich ficken. Einfach ficken. Ja. So, jetzt haben wir hier so einen schönen Bereich für Küche und so. Hier haben wir, ne Quatsch, hier Bad und so. Hier haben wir bereits so viel Schlafraum. Jetzt können wir hier eigentlich. Ach komm, wisst ihr was, dann, wenn ich sowieso gerade schon so viel habe, dann mache ich am besten nach vorne auch gleich mal zu. Also zumindest bei dem Schlafraum. Ich backe jetzt hier einfach mal alles weg. Ganz ehrlich, warum nicht? Dann kommt hier vorne nämlich noch eine Mauer rein mit einer kleinen Tür. Und das hier bleibt aber vielleicht offen. Oder, nee, ist auch zu, weil es ist ja hier der Badbereich. Da wäre es auch sinnvoll, das zuzuhaben. Damit da nicht jeder reingucken kann. Ich meine, ich lebe zwar hier alleine, aber wenn ich hier im Let's Play einmal scheißen gehe, dann soll mich ja nicht jeder im Let's Play dabei erkennen können. Ja, genau so. So, ja, ein bisschen mache ich noch. So, dann noch ein. Bam. Easy. So. Gut. Gucken, ob das reicht. Bitte einmal alle da. Danke. Könnte reichen. Aber hier so ein offenes Gebilde. Das sorgt dann dafür, dass die Belüftung in dem Gebäude etwas besser ist. Und hier unten ist aber halt zu. Es wird schon wieder einer. Dieses Leben. Jetzt habt ihr es gesehen. Es ist immer so. Warum ist das so? Warum mag ich dieses Spiel nicht? Was ist los mit diesem Spiel? Egal. Wir haben jetzt eine schöne Skybox. Die sieht so geil aus, Alter. Ha. Das ist so schön. So schön. So. Ja, immer gib her. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Was? Whatever. Genau. Ja, jetzt haben wir hier einen Stein übrig. Das ist alles so. Immer dieses ein zu viel oder ein zu wenig oder. Warum kann ich einfach alles perfekt sein? Warum nicht? So, jetzt haben wir hier noch so schöne Dingsabums da. Jetzt haben wir hier so zwei schöne Türen. Die machen wir. Ne, machen wir nicht aus Eisen. Wir haben kaum Eisen. Wir haben gerade bei 60 Eisen. Und wir werden bei Home Decor wahrscheinlich eine Menge davon brauchen. Diese kann ich eigentlich auch gleich mal reinschmeißen hier. Ach, wisst ihr was, hier komm. Die schmeiße ich auch gleich mal rein. Aber gerade mal 6 Stück. Also 2 zu wenig, um damit irgendwas Sinnvolles machen zu können. Haben wir bereits Kupfer über? Da muss es ja sein. Ne, Quatsch, da. Oh, 19 Barren haben wir bereits. Na gut, dann haben wir jetzt sogar noch ein bisschen. Ah ne, Bronze, halt. Kupfer. Kupfer haben wir gar keins. Oh ja, dann ist es halt so. Dann gibt die ganze Kacke hier auch gleich mal her. Dann kann ich gleich mal alles einschmelzen, was wir hier irgendwie über haben. Ja. Ja, in einer anderen Welt, mit der ich gerade privat spiele, sind diese beiden Kisten. Da habe ich oben die Lebensmittel und unten das ganze andere Zeug. Deswegen werde ich jetzt gerade garantiert ein paar Mal hart vertauschen. Aber gut. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Backe ich einfach mal gleich mal alles durch hier. Dankeschön. So, genau. Wir machen hier einfach mal eine Holztür. Reicht für innerhalb der Wohnung auch vollkommen aus. Da brauchen wir keine Stahltür. Das passt schon. So, bekommen wir hier gleich mehrere Türen mit einmal oder nur eine? Eine Tür, okay, gut. Dann das Ganze bitte zweimal. Dankeschön und Dankeschön. Können wir hier schon unser Bad reinbauen? Easy. Wirkt doch schon gleich viel geräumiger, rara. Und hier ist unser Schlafraum. Das ist geil.
Ach, das wird schön, das wird richtig schön. Geräumig und so. Okay. Bart, jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir Keramik, jetzt haben wir Eis, jetzt haben wir. Hier sollten wir eigentlich alles haben. Wehe, es fehlt jetzt wieder irgendwas. Lalalalalala. So. Achso, das war ein bisschen zu weit. Das, Digga. Erstmal zum Anfang gehen hier. So. Wir brauchen. Da kommt das Zeug, was wir brauchen. Wir brauchen einmal. Wir brauchen 4 Stahlbarren plus ein Wassereimer. Wir brauchen so scheiße viel Eisen. Oh Gott. Okay, was soll's. Oder wir lassen das mit diesem Überhang-Ding erstmal weg und machen erstmal nur diesen kleinen. Müssen wir mal gucken, was denn besser aussieht. Aber eigentlich reicht so ein kleiner aus. Egal, auf jeden Fall brauchen wir erstmal einen Eimer. Da. So, da brauchen wir mal Wasser drin. Sehr schön. Jetzt das Ganze einmal so und 2 Stahlbarren daneben. Perfekt. Gucken, wie das aussieht. Oh, doch, es geht. Gut, jetzt brauchen wir noch so ein Waschbecken als solches. Das wäre dann. Wo ist das? Da? Da brauchen wir jetzt Marmor. Okay. Marmor und auch wieder ein Eimer. Aber einen leeren Eimer diesmal. Da. Und schon ist die gesamte Eisenkacke weg. Das ist ein Träumchen. So, Marmor. Danke. Dup. Und einmal Eisen. Nee, ein Eimer. Da rein. Schwupps, da wupps. So, jetzt brauchen wir noch eine Toilette. Da brauchen wir einen vollen und leeren. Da wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn das hier? Das ist ja eine Verschwendungssucht. Das ist ja nicht mehr. Boah. Home-Dekor verbraucht echt viel. Was? Oh, die reden hier gerade. Reden die über mich? Hi, ist Volker hier? Das ist Ronix. Der ist Volker. Macht gerade Let's Play. Ist Ronny hier? Ronny mit IE? Ronny mit IE? JJK1? Was ist mit JJK1? Was? Hallo! Einfach mal irgendwas sagen, was intelligent wirkt. Okay. Marmor. Okay. Dreimal Marmor, da drüber einmal schräg darüber, denn voller Eimer und darunter leerer Eimer. Klingt soweit logisch, weil wenn man spült, geht das Wasser hier durch, ne? Also, macht schon irgendwo Sinn. So, jetzt brauchte ich noch dieses komische Ding, was über das Waschbecken kommt. Also über den Wasserhahn. Da hatten wir ja vorhin was gefunden, was ich mal probieren möchte. Wo war da? Da war das. Okay, da brauchten wir das Glas. Für Glas brauchen wir. Jetzt renne ich hier die ganze Zeit mit diesem komischen Ding in der Hand rum. Mit der Toilette. Hallo, ich bin der Toilettenmann. Juhu. Toiletten zu verkaufen. Ein Stück 50 Euro. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deine Mutter. Oh, gut, da kommt gleich 15 Stück. Gut, da brauchen wir nur eins. Gleich denken können. So, jetzt brauchen wir noch Stöcker, soweit ich weiß. Achso, Stöcker haben wir. Was brauchen wir noch? Ach komm. Plastik. So, Plastik bekamen wir, indem wir unsere komischen Plastikdinger zweimal kochen mussten. Ne, ist aber Lebensmittel, ist ja Öl. Ist ja Ölextrakt. So, das heißt, wir brauchen dreimal Plastik. Du kommst raus. 1, 2, 3. Du kommst rein. So. Und jetzt das nochmal backen und dann bekommen wir Plastik. Richtig? Jawohl. Digga, ich bin ja richtig gebildet hier.
Woher kommt diese? So, und jetzt müssen wir das Ganze, okay, wie eine Vase zusammenstecken. Also erstmal hier Stützbalken, dann kommt da eine komische Schale rein und auf die Schale kommt Glas. Also, keine Ahnung, so leite ich mir das jetzt gerade einfach mal her, ob das das darstellen soll. Ich habe absolut keinen Plan. So, okay, das ganze Kack kommt jetzt erstmal direkt ins Bad rein. Das heißt, die Toilette ganz hinten in die Ecke und das Waschbecken hier weiter vorne unter dem Fenster. Ja doch, da kommt nämlich von außen gleich mal Licht rein. Das macht die ganze Sache dann schön. Die Frage ist, kommt das hier so vor die Toilette oder ein bisschen weiter weg von der Toilette? Ich mache das erstmal ein bisschen weiter weg von der Toilette. Kommt hier der Wasserhahn und da drüber... Jetzt müsste der denn da oben hin. Gott, ist das klein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm, weil hier ist eine riesen Lücke da drüber. Ich meine, wer kommt bitte schon so in den Spiegel? Hallo? Hallo? Hallihallo? Huhu? Hey? Ibims? Eins Berliner? Ich meine, wer macht das? Ist jetzt natürlich ein bisschen, ja... suboptimal. Ich meine, wir können natürlich wieder hier neben packen, klar, aber... Eigentlich kommt sowas ja über das Waschbecken. Perfekt. Absolut perfekt. So ist das. So, genau richtig. Na gut, dann machen wir es halt so, dass es erstmal daneben kommt. Was soll's. Dann kommt hier vielleicht noch ein Schränkchen. Oder nee, ich lasse hier Platz, damit er hier schön aufstehen kann. Erstmal kacken gehen. Ah, das war gut. Jetzt erstmal Hände waschen. Ah nee, Hände waschen macht keiner mehr. Hände waschen ist out. Sowas tun wir Angeber. Spaß. So, jetzt noch Zähne putzen. Okay, und abspülen. Okay, so. Fertig. Was wollt ihr schon wieder alle von mir? Ihr kennt... Weg da. Was denn? Da. Oh, ihr kennt doch bestimmt Stem 5 und Tom Dalala, oder? Müsst ihr euch streiten? Ich hasse es. Ich nicht, sag mir gar nichts. Tom hat doofe Sachen gemacht und ich wurde gebannt. Vielleicht hat er oder dein Bruder, weiß nicht, Verbotenes gemacht, was dann dazu kam. Wenn wir teilen das Tablet, können wir bitte... Was? Denn wir teilen... Ah, okay. Denn wir teilen uns ein Tablet und wir bitten entbannt... Was? Denn wir teilen uns ein Tablet. Können wir bitte entbannt werden? Tom Dedder hat aber jetzt mein Testverbot. Ah. Okay, mache ich. Ihr hattet halt leider die gleiche... Okay. Und bei meiner Bannmod ist halt so, wenn man eine Person bannt, dann wird die Person gebannt und damit er sich nicht wieder unter einem anderen Namen anmelden kann, wird auch gleich seine gesamte IP gebannt. Bringt zwar auch keinen Superschutz, weil findige Leute, die wissen, wie sie ihre IP ändern können, ist ja kein Geheimnis, weiß ja eigentlich jeder, der ein bisschen Ahnung hat. Aber für die einfachen Griefer reicht das halt aus. Das Problem dabei ist halt, beim IP-Bann werden halt auch alle anderen, die diesen Zugang auch nutzen, auch nicht mitgebannt. Was zum Beispiel bei einer Familie, wenn da mehrere mitspielen, problematisch ist. Oder ich hatte auch schon mal, da habe ich aus Versehen einen gebannt, der in einer Schule gespielt hat. Und damit wurde dann die gesamte Schule gebannt. War jetzt nicht so gut, aber es passiert. Ja. Genau. denn auf meinen Clone 2-Server habe ich gerade Dias bekommen und bin im Durchbruch. Man bricht doch nicht durch, Alter, es tut doch weh. Hi, ich bin's, als Berliner. Genau, so, Waschbecken steht jetzt. Sehr gut. Ich weiß nicht, machen wir noch eine Badewanne rein? Irgendwie, damit es ein bisschen voller wirkt.
Badewanne, Krallenfuß mit Messingwasserhahn. Okay, die ist gar nicht so teuer. Von den Kosten her würde das sogar funktionieren. Wisst ihr was? Denn würde ich mal sagen, fuck off, machen wir einfach. Machen wir. Das heißt, ich brauche wieder einen Wassereimer mit Wasser natürlich. Danke dafür, Angela Merkel. Ich bin einfach tot. Was? Schönes Haus. Danke. So, jetzt haben wir Wasser. Jetzt kommt das Wasser dahin. Dann kam hier Marble hin. Und dann kam da drüber ein Wasser. Ah, nee, wir müssen erst mal Wasserhahn machen. Ha, schon wieder. Nee, Wasserhahn ging so. Bam, das kam dahin. Und da kam jetzt Marble hin. Und was kam da rein? Kam da auch nochmal. Kam da auch nochmal Eimer rein? Ach nee, Eisen. Ja, für die Eisenfüße, klar. Ja, siehst du, siehst du, siehst du? Man denkt an alles, man denkt an alles. Man denkt sogar an diese kleinen Scheiß-Stahlfüßchen. Scheiß Badewanne. Was? Ja, das war ja grandios. Willst du mich? Okay, komm, machen wir es am besten so hier. Dann ist der Wasserhahn halt hinten an der Wand. Macht vielleicht sogar Sinn. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man Sachen hinstellt, die dann längs zu einem stehen und nicht quer zu einem. Aber egal. Ich bin doch nicht mal. Was? Sorin, join the game. Ist ja die Wahrheit. Ich bin noch. Doch noch mal. Was? Egal. So, jetzt können wir uns ja auch ein bisschen waschen. Ach, die funktioniert wieder nicht, ja? Scheiß Demo-Version. Kack auf alles. Bleib da. Komm schon vor mit dir. So. Genau, das heißt also, unser Bad ist soweit schon mal fertig. Das Einzige, was wir noch reinmachen könnten, wäre vielleicht ein Teppich. Macht aber im Bad keinen Sinn. Weil da sollte eigentlich alles aus Fliesen bestehen, also aus wasserbeständigen Sachen. Von daher lasse ich das auch mal mit den Dingern. Das heißt, das Bad ist soweit schon mal fertig. Sehr schön. Tada, der erste Raum, der fertig. Ne, gut, aus der Belichtung natürlich. Da müssen wir später auch mal gucken, ob wir hier mit Meselampen arbeiten oder richtige Lampen irgendwo reinhängen, so eine Hängelampen oder so ein Scheiß. Aber auf jeden Fall an sich erstmal soweit fertig. Das heißt, wir können uns jetzt mal um unser Bett, also um unser Schlafgemach kümmern hier. Ob hier noch was Sinnvolles rein könnte? Ich wüsste aber erstmal nicht, was. Das heißt, das kann so erstmal, das passt so erstmal. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist hier so ein Tisch mit einem Computer drauf, so eine Schreibgelegenheit, vielleicht noch eine Couch und einen Fernseher. Ne, so ein bisschen, damit es ein bisschen wohnlicher wird. Ein bisschen wohnlicher. So, Desk. Was braucht man denn für ein Desk? Schubfächer. Okay. Wir brauchen überall Metall. Lecco mio. Gut, abgeschlossenes brauchen wir nicht, weil das soll ja nur Deko sein. Wir haben ja bereits unsere Kisten. Aber ich hätte dann doch lieber gerne ein Table oder sowas. Desk ist mir doch ein bisschen zu kacke. Sieht scheiße aus. Gut, der ist sogar relativ preiswert. Die Stühle eigentlich auch. Nani? Wie schreibt man nochmal Stuhl? Wie? Ich bin ich dumm? Nein. Nein. Jetzt bin ich dumm. Also jetzt tut's mir leid. Also, sorry, aber ich schreibe nicht bitte schwer. Ach, mit AI. Oh. Ja gut, kann ja mal passieren. Okay, das heißt, wir brauchen Holz. Holz haben wir zum Glück mehr als genug. Also bei Holz so schnell kriegen wir da keinen Mangel. Ich nehme es am besten gleich wieder zurück, sonst kommt mir Böses. So, da kriegen wir davon gleich zwei oder nur ein? Zwei, sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch einen Tisch. Und noch. Achso, nee. Ich brauche jetzt mal das weiße Holz auf. So. Nanu? Warum geht das nicht? Ah, nee. Ich brauche a fork on a table. Ob das überhaupt jemand kennt, dieses? Obwohl, das denke ich. Ach, wir brauchen dafür das. Och, leck mich doch am Arsch. Mann, immer diese Rassisten. Da braucht man braunes Holz für. Das ist echt. Also, da bin ich nicht mit einverstanden.
So, das kommt hier direkt neben die Heizung, damit es immer schon warm ist. Die Frage ist, kommt wirklich absolut perfekt daran oder noch eine kleine Lücke? Ich habe noch eine kleine Lücke, ansonsten verbrennt sich der Typ, der hier hinten sitzt, nämlich den Arsch. Und das wollen wir ja nicht. So. Perfekt. So. Genau. Jetzt brauche ich Table. Table war erstmal Schubfächer. Für Schubfächer braucht. Nein, Desk. Desk. Für da brauchen wir Schubfächer und für die Schubfächer einmal. Ah, da können wir wieder beliebiges Holz nutzen. Aber für den Tisch wiederum brauchen wir hier wieder das braune Holz. Ach, leck mich doch. Okay. Das heißt, wir. Mir fällt gerade ein, für den brauchen wir dann ja auch wieder einen Stuhl. Wobei, na nee, beim Desktop nimmt man eigentlich dann eher so richtigen Computersessel. Aber ich glaube mal, der wird ganz schön teuer. Von den Ressourcen her. So, okay. Das heißt, wir brauchen erstmal zweimal Eisen und dann da und da haben wir zwei Schubfächer. Sehr schön. Die kommt dahin. Dann kommt das hier dahin. Und dann brauchen wir noch ein paar Slabs. Slali-loop. Slalalap. Wow, passt genau. Ha, easy. Ist ja genau dafür berechnet worden. Dankeschön. So, der kommt hier an die Wand. Mit dem Rücken zur Wand. Dahin. Perfekt. So. Genau. Aber wie gesagt, ist halt nicht abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob der die Area Mod berücksichtigt. Also, ob der quasi dann durch die Area Mod geschützt wird. Oder ob so wie bei normalen Kisten, dass hier jeder ran kann, obwohl das in der Area ist. Deswegen packe ich hier auch am besten nichts rein. Außer vielleicht das. Das braucht keiner. Spaß. Genau. So, Bürosessel. Gucken wir mal. Das geht sogar. Was ist denn das? Eine geschmiedete Stange. Lol. Nehmen wir den oder nehmen wir. Was ist denn das hier eigentlich? Ach so, mit Armlehnen. Ah. Also, mit Armlehnen ist halt an sich schon. Ne, komm, wir nehmen den hier. So, da brauchen wir. Ach so, schwarze Wolle. Ich dachte, das ist Teer. Ne, klar. Teer ist natürlich, obwohl wäre möglich, wenn wir so einen schwarzen Lederüberhang oder sowas, keine Ahnung. Schwarze Wolle. Na gut. Kommen wir da jetzt bitte schon an schwarze Wolle ran? Ha. Ja. Okay, machen wir klassisch. Das heißt, ich habe weiße Wolle und kann die einfärben. Wo ist die weiße Wolle? Weiße Wolle, da. Warum nur ein einziger? Achso, ich habe daraus noch gar keine Wolle gemacht. Ja gut, wir brauchen zweimal Wolle. Das heißt, einmal habe ich bereits. Dann mache ich das einmal so. Dankeschön, das Rest kann da wieder rein. Die andere weiße Wolle nehmen wir dann auch direkt mit. Und jetzt brauche ich ein bisschen Kohle, um daraus schwarze Farbe zu machen. 1, 2. So, dann kommst du da rein. Ah, ne, so rum. Ah, da bekommt man gleich mehr draus. Ist ja ein Wunder. Ah, hallo, da oben mit rein. Danke. So, haben wir ein bisschen schwarze Farbe über. Kann nicht schaden. So, wie warst du? Eisen, ach so, geschmiertes. Nein! Wir haben schon unser ganzes Eisen einge. Oh, das heißt, ich muss für Home Decor auch immer noch die Rohstoffe übrig haben. Ah, das ist ja jetzt so mies. Okay, dann gut. Gehen wir in der nächsten Folge nochmal nach unten und dann, ja, müssen wir nochmal ein bisschen Eisen suchen. Das ist ja jetzt wieder, das ist wieder typisch. Leco Mio. Schau mit V.